Moin Leute! Oh mein Gott, heute haben wir was richtig Geiles. Nämlich heute nominieren wir die wichtigsten chemischen Entdeckungen. Was war eine Revolution in der Chemie? Was war wichtig für die Menschheit? Hier kommt das Ranking der unserer Meinung nach wichtigsten Entdeckungen der Chemie. Auf Platz 5, eine Revolution im chemischen Denken. Die Wöhler-Harnstoff-Synthese. Friedrich Wöhler hat es 1828 geschafft, Harnstoff in seinem Labor künstlich herzustellen. Jetzt könnt ihr euch fragen, Moment mal, Harnstoff? Das ist doch einfach Pipi. Was ist so toll dran, das herzustellen? Und hier kommt das Wichtige, früher gab es die Meinung, organische Moleküle, also zum Beispiel Harnstoff, kann nur von Lebewesen hergestellt werden. Die Lebewesen hätten eben eine Lebenskraft, mit der sie die organischen Stoffe produzieren können. Und Wöhler hat dann gezeigt, nö, ist nicht. Man kann organische Stoffe auch aus anorganischen Stoffen herstellen. Im Labor ganz ohne Lebenskraft. Und das brachte die Leute dann zum Umdenken und die organische Chemie sehr weit voran. Damit kommen wir zu Platz Nummer 4. Wenn ihr an Chemie denkt, was kommt euch da zuerst in den Sinn, ohne dass der Chemieunterricht undenkbar wäre? Ja, genau, das Periodensystem der Elemente. In jedem Chemiebuch und in jedem Chemiefachraum findet man das Ding. Das Ding ist essentiell wichtig für die Chemie. Es listet alle Elemente in Gruppen, so dass Elemente einer Gruppe ähnliche Reaktionseigenschaften haben. Auch bemerkenswert ist, als Dmitri Mendeleev und Lothar Meyer das Periodensystem aufgestellt hatten, hatte das Ding noch ein paar Lücken. Es waren halt noch nicht alle Elemente bekannt. Und mit dem System sagten sie dann Elemente voraus, die erst später entdeckt wurden und die beschriebenen Eigenschaften hatten. Damit sind wir bei Platz 3. Also, schon auf dem Treppchen steht bei uns der Atomaufbau. Zum einen ist das in der Chemie einer der wichtigsten Aspekte. Wie sehen die Atome aus? Von Demokrit, der einfach nur die Existenz von kleinen Teilchen vorhergesagt hatte und von Elektronen noch keine Ahnung hatte, bis zum Orbitalmodell, welches die Aufenthaltsorte von Elektronen durch die Schrödinger-Gleichung beschreibt, dauerte es mehr als 2000 Jahre. Und eben weil es hier immer wieder Neuerungen gab und der Aufbau für das Verständnis von chemischen Reaktionen wichtig ist, ist das unser Platz 3. Silber geht bei uns an die Batterien. Angefangen beim galvanischen Element sind Batterien heute aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Egal ob im Auto, Uhr, Handy oder in der Fernbedienung, überall Batterien oder Akkus drin. Damit eben chemische Energie, die gespeichert und dann in elektrische Energie umgewandelt werden kann. Und die Dinger sind so klein, dass sie überall reinpassen und man sie mitnehmen kann. Deshalb sind die unser Platz 2 der wichtigsten Entdeckungen in der Chemie. Jetzt Trommelwirbel, wir kommen zu unserem Platz Nummer 1. Die unserer Meinung nach wichtigste chemische Entdeckung der Menschheit ist für die Ernährung wichtig. Nein, jetzt keine Essensproduktion oder sowas, sondern das Haber-Bosch-Verfahren. Warum war das so wichtig? Der Prozess stellt großtechnisch aus Luft, Stickstoff und Wasserstoff Stickstoffverbindungen her, die dann zu Dünger weiterverarbeitet werden können. Anfang des 20. Jahrhunderts deutete sich nämlich an, dass der natürliche Dünger langsam knapp wird. Es wäre zu Hungersnöten gekommen. Doch zum Glück kamen dann Fritz Haber und Karl Bosch. Die dachten sich, nicht mit uns, und mit ihrem Verfahren konnten sie eben genug Kunstdünger herstellen, um die Ernährung zu sichern. Zudem gab es später noch für beide den Nobelpreis, um zu zeigen, wie wichtig ihre Entdeckung war. Und weil ohne das Verfahren und den dadurch produzierten Kunstdünger die Weltbevölkerung nicht ernährt werden könnte, stehen die beiden bei uns an der Spitze. So, das waren unsere 5. Wir mussten lange überlegen und auch ein paar aussortieren. Postet doch einfach mal, was ist für euch noch eine wichtige chemische Entdeckung der Menschheit? Vielleicht ja die Entdeckung von Kunststoffen, die wir auch überall brauchen. Oder aber die Entdeckung der Struktur der DNA? Wobei der Punkt ja auch eher in die Biologie passt. Was es für richtig geile und wichtige Entdeckungen in der Biologie gab, das seht ihr hier auf unserem Bio-Kanal. Da haben wir genauso ein Video gemacht und Spoiler-Alarm, es gibt auch eins auf dem Physik-Kanal. Checkt also unbedingt mal alle ab. Lohnt sich. Bis dann, haut rein und macht's gut. Ciao.